So, wo sind wir denn hier? Also, wa was ich machen will, ist, dass es später leichter ist, die Raumstation zu erreichen. Und das ist es immer, wenn wir quasi auf einer Ebene sind mit der Umlaufbahn. Und das haben wir hier fast erreicht. Also, wenn diese Linie hier, ich gucke jetzt quasi auf die Mühn-Umlaufbahn von der Seite. Und von dort will ich die Ebene drehen. Das heißt, hier muss ich einen Manöverpunkt machen. Erdmanöver. Und ich möchte die Ebene runterdrehen. Und gleichzeitig den Orbit größer. So. Oh, und da sind wir, da habe ich zu viel gewollt. Da haben wir keinen Orbit mehr. So, erstmal, dass ich den richtig gedreht bekomme. So. Ja, jetzt habe ich die Umlaufbahn so gedreht, dass wir in der gleichen Ebene sind wie der Mühn um Körben kreist. Das heißt, wenn ich hier mit einer Rakete perfekt starte, ganz gerade und den Mond ganz gerade erreiche, dann sind wir in einer Ebene. Und es funktioniert viel einfacher, dort dann mit einem Raumschiff anzudocken. Und da wir noch so viel Delta V haben, und das ist auch ein Manöver, das nicht viel kostet, mache ich das total gerne. Und wir haben sogar eine Stufentrennung noch mit dabei. Aber ja, jetzt liegen wir in einer Ebene und dann, wenn wir diese Korrektur gemacht haben, fliegen wir zum äußersten Punkt und machen den Orbit groß, sodass wir wahrscheinlich nicht sehr lange im Schatten des Mondes verbringen, wenn überhaupt. Ja, also. Und unsere Batterien sind jetzt schon fast wieder aufgeladen. Das freut mich sehr. Dann würde ich mal sagen, Warp to Next Manöver. Jo. Und unsere Wissenschaftspunkte müssten gleich abgedatet werden und steigen wieder. Ist ein geiles Bild. Diese große Rakete. So. Was ich auch nochmal machen kann, während ich mich hier ausrichte, kann ich nochmal Level Crew machen. Und Mönin Kiermund hat hat ein bisschen Erfahrung bekommen, aber das hat nicht für einen Stufenaufstieg gereicht. Leider. Aber wir haben jetzt schon einiges an Daten und die können jetzt ja ein paar Tage hier in der Umlaufbahn einfach mal Wissenschaft machen, würde ich sagen. So. Sehr schwerfällig, die große Rakete. In 14 Sekunden müssen wir die Motoren starten. Ich mache sie schon mal ein klein bisschen an, damit mir das Drehen etwas leichter fällt. Weil der Raketenmotor kann auch mit zum Steuern beitragen. So. Start, burn. Wir müssen nicht lange brennen. Oh, wir sind schon drüber hinweg. Und ich bin voll übers Ziel hinausgeschossen. Das können wir Gott sei Dank korrigieren. Ich muss mich jetzt einfach mal in die andere Richtung drehen. Ungefähr hierhin und wir machen das mit Auge. Wir heben jetzt. Unsere Umlaufbahn wieder und das reicht mir auch schon. Jetzt sollten wir einigermaßen auf der gleichen Ebene sein. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt probieren wir gleich nochmal ein Experiment. Ach Mist, ich habe die Wissenschaft gestoppt, ne? Start Research. Und wir müssen uns dafür jetzt einfach mal ausrichten. Dass wieder unsere Solarzellen in der richtigen Position zur Sonne sind. Ja, das sieht gut aus. So, wir haben es auch geschafft, die Raumstation in den Orbit des Mühns zu bringen. Dafür gibt es 176.000 Geld. Das ist großartig.
Und jetzt machen wir eine Tour. Die Batterien müssten dann bis dahin aufgeladen sein. Jetzt machen wir nochmal eine Tour hierhin und gucken, wie es aussieht, wenn wir durch den Mondschatten fliegen. Ja, Research ist seit Stromausfall inactive. Ich habe bei dem Fliegen und so, mir fällt es schwer, dabei auch immer auf den Chat zu gucken. Der Strom war schon vor 2 Minuten weg. Okay, das heißt, wir haben wahrscheinlich nicht genug Batterien. Das ist schade. So. Wir haben wahrscheinlich nicht genug Batterien. Das Lustige ist, dass diese ganze Geschichte mit Time Warp ein bisschen verfälscht ist. Ja, ich sehe auch, das reicht niemals, um auf die andere Seite des Schattens zu kommen. Ich mache jetzt mal Time Warp an. Und ja. Ja. Das reicht nicht. Wir müssen da nachher, oder was heißt nachher? Wir müssen da später noch ein paar Batterien rankleben. Einen Wissenschaftspunkt haben wir immerhin schon gemacht. Jetzt warten wir bis Stop Research und dass wir aus dem Schatten wieder rauskommen. Time Warp. Und da sind wir aus dem Schatten wieder raus und wir können das Research wieder starten. Was wir jetzt machen können, ist natürlich gucken, dass wir etwas daran ändern. Leider sind uns hier ein bisschen die Hände gebunden. Wir können nicht so wunderschöne Dinge machen, wie das im realen Leben möglich ist. Aber ich habe jetzt eben gesagt, ich möchte es gerne eigentlich auf einer Ebene haben. Aber damit wir trotzdem Wissenschaftspunkte generieren, dann müssen wir einfach ein bisschen mehr Delta V hochschicken. Oder wir fliegen die... So, wir steuern die Station wieder anders. Der Mond kreist in diese Richtung. Mal gucken. Nee. So gefällt mir das. So, wir müssen jetzt mal von, wenn wir direkt auf die Sonne gucken und den Mond dazwischen setzen. Ah, reicht nicht ganz. Wir kommen noch ein bisschen durch den Mondschatten durch. Das heißt, wenn ich ein bisschen hier hingehe und ein bisschen abbremse. Ja. Ah, ist alles nicht ideal. Dann machen wir es anders. Ich möchte gerne hier hinfliegen. So, und wir forschen. Schon 2 Wissenschaftspunkte generiert. Sehr gut. Und jetzt vergrößere ich meinen Orbit. Ein bisschen. So, wir gucken mal von oben drauf, uns das genauer anzugucken. Mache meinen Orbit groß. Um den Mond herum. Das reicht mir. Was ich jetzt mache ist... Das hält halt nicht für ewig, weil der Mond halt um uns herum kreist und unsere Ausrichtung bleibt bestehen. Aber wenn ich jetzt hier hingehe und Manöver setze und meine Ebene kippe. Dann fliege ich erstmal für viele Tage nicht durch den Mondschatten. Ich fliege erst durch den Mondschatten, wenn der Moon, irgendwo da hinten angekommen ist. Dann kreuzt der Mondschatten wieder. Na? Ich hoffe, ihr seht, was ich tue. Okay. Das sind auch tatsächlich gar nicht so viele... gar nicht so viel Delta V. Und wir haben super viel Delta V in unserer kleinen, feinen Mondbasis. Hey, R. McCooney, herzlichen Dank fürs Follow und Reality Urbex. Danke, dass ihr mir folgt. Das freut mich wirklich sehr.
So, und ich habe von Gosi auch noch einen André streckt sich offen. Das, dem werde ich jetzt gleich nachkommen. So. Und einmal to next Manöver. Kolo, herzlichen Dank fürs Folgen. Dankeschön. So. Nächstes Manöver. Das sieht schon cool aus irgendwie. Ich hätte jetzt gerne noch so Solarpaneele, aber da kommen wir hin mit dem Research, den wir hier gerade schon machen. Was wir mal machen können, wir haben 4 Science-Punkte. Wir können diese Wissenschaftspunkte transmit. Jetzt fängt er an, das runterzusenden und wir haben 4 Wissenschaftspunkte mehr. So, das muss jetzt nicht total genau sein. Da reicht es, wenn wir ungefähr in die Richtung brennen. Das heißt, ich habe jetzt nicht den idealen Zeitpunkt erwischt, aber das reicht mir schon. Und jetzt haben wir einen gekippten Orbit um den Mond, um den Moon. Und der führt uns dann jeweils nicht mehr durch den Schatten. Das heißt, wir können ungestört unsere Forschung machen. Und ich drehe der Sonne auch mal unsere Schokoladenseite zu, da wo viele Solarpaneele sind. Ja, und was wir jetzt auch machen können, ist Clean Out Experiments. Und können mal gucken, ob wir noch ein paar Daten sagen können. Ja, guten Abend, R. McCooney. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, wir haben es hinbekommen, die Raumstation in Orbit zu packen. Und Science Data from Space Around the Moon war auch ein Auftrag, den wir noch offen hatten, für 40.000 Geld. Und 2 Wissenschaftspunkte gibt es dafür auch noch. Heißt, ja, wir haben richtig viel Geld gescheffelt. Wir haben 3 Aufträge abgeschlossen, sind mit einem Mobile Processing Lab in der Umlaufbahn um den Mond. Unsere einzigen beiden Wissenschaftler sitzen drin. Wir können nochmal Level Up Crew machen. No astronauts on board are ready to gain experience. Okay. Wir könnten uns jetzt überlegen, lassen wir die da? Lassen wir Valentina auch da oder schicken wir Valentina jetzt zurück? Ich hätte jetzt gesagt, wir können die beiden Nasen ruhig da oben lassen. Wenn wir die beiden jetzt zurückschicken, ist jedes Schiff, das dockt an den Dockingport, kann sich auf jeden Fall noch ordentlich beim Sprit bedienen, das noch in der Raumstation drin steckt. Das heißt, kann sich da Sprit rausnehmen. Das ist quasi auch eine Refueling Base dann. Und wir könnten mit Valentina jetzt einfach zurückkehren. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Deswegen erstmal abgeschlossen, dass ich einen Schluck Wasser genommen habe. Ich trinke auch nochmal was, ein bisschen. Würde ich jetzt mal eine schnelle Umfrage starten. Und zwar... soll Valentina zurückfliegen? Ja, lass die Nasen forschen. Lass die Nasen alleine. Allein? Nein, soll bleiben. Ich gebe der Sache mal 2 Minuten. Umfrage beginnen. Ob Valentina zurückfliegen will oder ob sie bei den beiden Wissenschaftlern dabei bleiben soll. Und ich würde jetzt mal das André streckt sich einlösen, was mir Gosi verordnet hat. Herzlichen Dank dafür. Das ist auch wirklich nötig. Und einmal... den Kopf strecken und wie ich das immer sage, um Gottes Willen immer den Kopf nur um eine Achse drehen, denn der Hals ist kein Kugelgelenk. Oh. So, jetzt geht's mir besser. Danke für die Kanalpunkte, Gosi.
Und wie gesagt, morgen gibt es auch noch eine Möglichkeit, Kanalpunkte auszugeben. Und wenn wir den Abend mit Romy und André machen, demnächst, mit Romy mache ich immer die Dienstagspolitik, aber die kann heute leider nicht, dann gibt es auch noch mal mehr Möglichkeiten, Kanalpunkte rauszuhauen. Ich weiß, ich habe das ein bisschen vernachlässigt, aber ich habe mir da schon Gedanken gemacht. So, wie sieht's denn aus? Ja, lass die Nasen alleine. 8 Leute. Abstimmung läuft noch eine Weile. Gibt noch 2 neue... Ja, irgendwas ist hier komisch mit meinen... mit meinen Alerts. Was ist denn hier... Erstmal herzlich willkommen, Salut 3001 und Zarekitism. Zarekitism. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Herzlich willkommen, schön, dass ihr mir folgt. Freut mich total. Und eigentlich sollten Alerts kommen. Und ich sehe gerade, wir haben Frame Drops. Mist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und ich weiß nicht, warum keine Alert kommen. Das tut mir total leid. Ich muss gucken, wann ich das gefixt kriege. So. Die Umfrage ist abgeschlossen. 8 Leute haben dafür gestimmt. Ja, lass die Nasen allein. Nein, sie soll bleiben. Okay, wir fliegen also zurück. Sehr schön. Also, das Problem ist... Oder was heißt das Problem? Etwas, worüber wir bisher nicht gesprochen haben. Ist, ich habe ja gesagt, hier unten ist noch jede Menge Sprit drin. Und das kann sich dann nur ein dockendes Schiff leisten. Weil die beiden Wissenschaftler haben überhaupt gar keine Möglichkeit, das Raumschiff zu steuern. In irgendeiner Form. Weil das Mobile Processing Lab hat keine Einrichtung für einen Piloten. Das heißt, von da kann man keine Rakete fliegen. Das heißt, das fliegt dann jetzt mit jeder Menge Sprit durch die Gegend, kann aber die Triebwerke nicht zünden, soweit ich weiß. Hey und herzlichen Dank für die Bits, Reality Urbex. Dankeschön. Herzlichen Dank. Cool. So, also die Raumstation hat Sprit, aber kann den nicht benutzen. Das heißt, sie kann nur als Auftankstation dienen, wenn wir das nächste Mal jemanden hochschicken. Aber das werden wir halt demnächst tun. So, bevor wir jetzt abdocken... will ich auf jeden Fall nochmal, wo wir so im Licht sind, nochmal jedes Experiment einmal durchlaufen lassen und gucken, ob wir Wissenschaftspunkte einsammeln können. So, das hier behalten wir. Transfer Science. Und zwar hier oben haben wir einen Container. Remove Data. So, dann Observe mit Observe Goo. Ach, da haben wir, da kommt nichts bei rum. Schade. Temperatur auch nichts mehr. Druck wahrscheinlich auch nichts mehr. Nein. Können wir recyceln. Wie sieht's mit einem Crew Report aus? Ne, haben wir auch schon. Alles gut. Dann können wir hier nochmal einmal kurz die Clean Experiments machen. Und da ist er wieder einsatzbereit. Weiß ich jetzt nicht, wo wir da nochmal Wissenschaftsdaten sammeln, aber gut. Wir haben 432 Data in dem Ding und 2,9 Wissenschaft pro Tag produziert das mobile Labor. Die beiden Wissenschaftler da. Das heißt, wir werden jetzt mal mit Valentina ablegen. Die sitzt als einzige oben in der Kapsel. Und... wir koppeln uns ab. Und tschüss, ihr beiden. So, wir haben uns getrennt von der Basis. Und sollten jetzt auf jeden Fall... Naja, mal gucken, wo wir am besten ein Manöver machen. Wahrscheinlich hier. So, gucken wir mal. Na? So. Wahrscheinlich eher hier. Ja, ja, ja. So.
Und wir geben nochmal ein bisschen Gas, dass wir nah an Körben rankommen. Wir haben auf jeden Fall genug Delta V, um das zu tun. Wir sind jetzt... Oh, da ist tatsächlich ein idealer Ort, um es zu tun. Kann die Zahl nicht richtig erkennen. 200, okay. Okay, 100... 30. 100. Das gefällt mir doch. 342. Wir haben 833 Delta V in unserem in unserer Karre drin. Das ist großartig. Dann würde ich mal sagen, Warp to Next Manöver. Und da ist auch schon unsere Raumstation weg. Time Warp complete. Oh, das ging jetzt aber fix. So, und die möchte ich gerne... die möchte ich gerne alle anschalten. Die habe ich noch nicht angeschaltet. Das kann ich aber machen, wenn ich ausgerichtet bin, glaube ich. Ja. So, Start Burn in 32 Sekunden. Machen wir schon mal... volle Pulle an. So, und für diese Triebwerke sind sehr, sehr, sehr klein und schwächlich. Das heißt, unsere Beschleunigung ist jetzt nicht besonders stark. Aber wir ändern damit auf jeden Fall unsere Umlaufbahn und ja, lassen sie gerade kleiner werden, um mit Valentina auf die Erde zurückzukehren. Und während wir jetzt hier alleine zurückkehren, sind die beiden Nasen um den Mond herum damit beschäftigt zu forschen. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist noch einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin. Ich mach mal gerade ein bisschen Time Warp an. Damit wir, weil wir haben jetzt unsere einzigen beiden Wissenschaftler auf diese Mission geschickt, die kreisen jetzt um den Mond und müssen auf jeden Fall irgendwann auch wieder von einer Kapsel abgeholt werden. Und ja, die Technologie haben wir jetzt wirklich noch nicht. Ich meine, wir könnten was Ähnliches bauen, wie wir hier jetzt schon gebaut haben, um sie wieder abzuholen. Das geht. Aber ich würde dann gerne mit einem größeren Raumschiff vorbeifliegen. Aber wir können uns ja tatsächlich überlegen, ob wir diese Raumbasis da oben ein bisschen ausbauen. Also, ob wir da noch ein paar Dinger dran klatschen. Es sind ja zwei Dockingports dran. Da kann man dann schon eine Menge hochschicken. Und das sollte genügen. So, gucken wir mal. Ja, 109 Kilometer. Sehr, sehr schön. Dann warp mal to here. Und hier ist unsere Minuosität One Ship. Die könnten wir auch gleich nochmal umbenennen. Beziehungsweise später umbenennen. So, jetzt sind wir... auf dem Rückweg nach Körben. Und wir haben hier unten, wird mir gerade angezeigt, EVA Report. Haben wir da noch keinen EVA Report gemacht? Dann machen wir das doch mal. EVA Report. Bitte behalten. Und ja, sehr gut. Haben wir noch ein bisschen Wissenschaft eingesammelt. Und wir haben sogar noch reichlich Sprit in unserer Rückkehrkapsel. So, dann würde ich jetzt mal sagen, warp to here. Oh, 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 nein. Falsche Richtung. So, und wir sind gleich da und werden eintreten. Aber bevor es an die Landung geht und wir uns mit der nächsten Mission beschäftigen, würde ich vorschlagen, wir machen eine kleine Pause. Ich muss mir auf jeden Fall noch ein bisschen Wassernachschub holen. So, und da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück. Jetzt werden wir erstmal landen. FreeDDDD sagt, sieht sehr interessant aus. Wäre cool, wenn du kurz die Grundzüge des Spiels erklären könntest. Also, wir sind diese knuffigen Menschen hier unten. Nicht Menschen, Körbels.
Und die fliegen in selbstgebauten Raumschiffen durch die Gegend. Und ja, wir versuchen Forschung und Wissenschaft nach vorne zu bringen und zu fernen Planeten aufzubrechen. Und ich zoome mal kurz raus. Das hier ist unser Heimatsystem mit 2 Monden. Und dann haben wir noch ein Sonnensystem, was auch unser Heimatsystem ist. Mehr gibt's nicht. Hier gibt's noch 2 Planeten. Eve und Moho. Eve hat auch einen Mond. Eve ist sowas wie die Venus. Hier ist Duna, der hat auch einen Mond. Das ist sowas wie der Mars. Dann haben wir hier Dress. Hat, glaube ich, auch einen Mond. Joule hat 6 Monde. Und ganz außen ist Ilo. Da gibt es, glaube ich, keinen Mond. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber wir gucken uns das gleich nochmal im Observatorium an. Wir müssen erstmal hier Valentina Heile auf Kerbin landen lassen. So, wie hoch ist unsere Periapsis? 109. Dann gucken wir mal. Wir haben noch 491, 491 Delta V. Delta V heißt, so viel Schub habe ich noch, um meine Geschwindigkeit zu ändern. Und das stelle ich jetzt mal ein. 491. So ungefähr. Da müssen wir noch ein bisschen näher an den Planeten ran. Also, ja, das sieht gut aus. So, wo sind wir da? Ja. Das heißt, wir können noch ordentlich abbremsen. Ja. Das machen wir doch mal. Also, zum nächsten Manöver und dann werden wir noch ein bisschen abbremsen. Einmal so drehen und Warp to Next Manöver. Iron Warrior. Ich guck mal gerade. Ist Bill Kerman sicher Wissenschaftler? Ist er nicht Techniker? Er ist sicher Wissenschaftler, weil ansonsten hätte das mit dem Mobile Processing Lab nicht funktioniert. Da müssen 2 Wissenschaftler drin sein. Weiß ich nicht, ist es Bill oder Bob? Ich weiß gar nicht, wen ich eingesetzt habe. Auf jeden Fall hat die Forschung funktioniert und es funktioniert nur, wenn 2 Wissenschaftler an Bord sind. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Bill oder Bob habe. So. Wann müsste ich brennen? Okay, da müsste ich starten in 17 Sekunden. Das machen wir jetzt gleich mal. Unsere kleine Kapsel. Wir haben nur sehr, sehr, sehr kleine Triebwerke an dem Ding hier dran. Und 4, 3, 2, 1 und ab geht's. So, was jetzt passiert hier ist, wir bremsen ab. Das sorgt dafür, dass unser Orbit schrumpft auf dieser Seite. Aber da wir noch vor dem niedrigsten Punkt sind, sinkt auch der niedrigste Punkt. Und am Ende unserer Brenndauer wird der niedrigste Punkt innerhalb der Atmosphäre liegen und die Atmosphäre gibt uns dann den Rest der Bremsleistung. Die Mission bringt jetzt leider nicht wirklich viele Wissenschaftspunkte. Müssen wir überlegen, was wir dann gleich als nächstes machen. So, mal ein bisschen Flüssigkeit nachtanken. Oh. Hier könnten wir noch ein bisschen Wissenschaft einsammeln, aber während ich beschleunige, möchte ich das lieber nicht machen. Ja, und da sind wir aus dem Biom schon wieder raus. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber ich bin froh, dass ich diese... Ups, das wollte ich nicht.
habe ich denn jetzt hier angeschaltet? Das wollte ich nicht. So, und jetzt sind wir mit unserer Periapsis fast in der Atmosphäre drin. Und wir haben noch jede Menge Sprit. Und jetzt sind wir in der Atmosphäre drin. Das heißt, wir werden abbremsen. Hier oben auf der Tagseite über dem Meer. ...64 Kilometer. Ich kann mal ein bisschen Time Warp anmachen. Physical Time Warp. Bis wir keinen Sprit mehr haben. Und das ist jetzt gleich der Fall. So. Und da haben wir keinen Sprit mehr. Sehr schön. Jetzt drehen wir unsere Kapsel mal ein bisschen zur Seite, um die Stufentrennung zu machen. So, das brauchen wir nicht mehr. Da ist kein Sprit mehr drin. Und jetzt richten wir unseren Hitzeschild aus in Richtung der Atmosphäre und treten jetzt gleich ein. Und hoffentlich reicht die Höhe, dass wir vernünftig abbremsen. Aber ich bin da zuversichtlich. Ich würde mal sagen, ich hätte vielleicht vorher mal einen Quicksave machen sollen. Aber das wird schon. So. Machen wir hier größer. Vielleicht kommen wir auch gleich nochmal in ein Biom, dass wir noch ein bisschen Wissenschaftspunkte einsammeln können. Aber wahrscheinlich nicht. Nee. Doch. Ah. Zu langsam gewesen. Aber jetzt sind wir gleich in der Atmosphäre. Also, das hat jetzt nicht mehr wirklich viel Sinn. So, jetzt treten wir gleich ein und schon sind wir in der Atmosphäre. Sehr schön. Jetzt mache ich mal ein bisschen physikalischen Time Warp, bevor wir anfangen. Ja, und jetzt geht's auch schon los, dass wir anfangen, Reibungswärme in der Atmosphäre zu produzieren, weil wir mit sehr hoher Geschwindigkeit mehr als 2.500 Metern pro Sekunde auf die Atmosphäre treffen und jetzt dadurch gerade abgebremst werden. Und unsere ganze Bewegungsenergie geht in dieses Glühen über und die Wärme wird absorbiert von dem Hitzeschild, den wir da unten dran geklebt haben. Oh, Iron Warrior, ziemlich sicher, ist Bill Techniker, ist bei dir, ist bei mir für die Umbauten meiner Orbitalstation zuständig. Okay, ich muss mal gucken, ob ich Bob oder Bill, habe ich nicht vielleicht doch Bob reingesetzt? Ja, ich vertausche Bill und Bob auch immer. Ich weiß gar nicht, ob Labor auch nur mit einem Wissenschaftler drin geht. Ich meinte immer, da müssten zwei drin sein. So, auf jeden Fall funktioniert das mit dem Abbremsen gut. Noch sind wir nicht suborbital. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Mal gucken. Wo werden wir denn wohl... Wahrscheinlich werden wir irgendwo hier runterkommen. Oh, was ist das denn? Ah, hier oben ist noch ein Launch-Site. Okay, wir werden wahrscheinlich irgendwo da landen oder vielleicht sogar vorher an der Küste noch was an. Mal sehen. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt in der Atmosphäre drin. Wir sind, jetzt sind wir suborbital, wenn die Kamera so seltsame Spirenzken macht. Sehr schön. Und jetzt könnten wir noch Wissenschaftspunkte verdienen, indem wir eine EVA machen, aber das würde Valentina wahrscheinlich nicht überleben schon. Sie hat ja noch einen Fallschirm dabei. Aber wir können nochmal auf die Karte gucken. Ja, wir werden auf jeden Fall hier auf das Land auftreffen. Wo ist die Trajektorie? Die ist irgendwo da hinten. Ich
denke mal, wir werden hier irgendwo gleich runterkommen. So, ich mache nochmal einen Quick Save. Das hat ja funktioniert. Ich finde das total cool mit der Mod hier, mit der Eve-Mod, dass auch Wolken simuliert werden. Ich finde, das sieht echt sehr, sehr schön aus. Okay, Iron Warrior. Nee, muss nur einer drin sein. Ist halt nicht so effektiv. Okay, Mist. Das heißt, mit zwei WissenschaftlerInnen wäre das effektiver. Ich meine aber, ich habe beide Wissenschaftler reingepackt. Ich kann mich auch vertun. Wir gucken gleich, wenn wir gelandet sind. So, aber das sieht sehr, sehr gut aus, als ob es keine Komplikationen geben wird. Ja. Und das nächste wäre dann wohl, oder was heißt das nächste? Wir können mal gucken, welche Mission wir machen, aber wir könnten auch direkt mal eine Mission machen, um diese Station, um unsere Wissenschaftsstation da oben um den Mond herum direkt mal zu erweitern mit Batterien und mehr Solar Panels. Aber ich fürchte, wir haben nicht viele Wissenschaftspunkte gesammelt, dass wir noch neue Forschung freischalten können. Mal gucken. Auf jeden Fall, wir sind jetzt langsam genug geworden. Ich lasse mal die Zeit ein bisschen schneller voranschreiten. Und da wäre jetzt auch unser erstes Set von Fallschirmen wäre möglich. Da werden wir irgendwo runterkommen. Das gefällt mir. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal, ich würde mal sagen, bei 1100 werden wir die Fallschirme alle ziehen. Ziehe die mal zusammen. Und sobald wir auf 1000 Meter sind, 1050 versuche ich einfach mal. Mal ein bisschen beschleunigen. Wobei, ich mache nochmal einen Quick Save. Ja, Quick Save hat funktioniert. Und da fliegen wir durch die Wolken durch. Und bei 1000 ziehe ich die Fallschirme. Das müsste vollkommen ausreichen. No risks, no fun. Ui. Ja, locker. Sehr schön. Hätte ich noch später ziehen können. Sehr fein. So. Da sind wir. Zurück auf Kerbin mit Valentina. Da sind zwei, drei Bäumchen. Und da sind wir unten und gelandet. Oh, und wir können ein Surface Sample. Dafür kriegen wir nochmal ein paar Wissenschaftspunkte. Dann machen wir das doch mal gerade. Take Surface Sample. Super, haben wir noch ein bisschen Wissenschaft eingesammelt. Und Recover Vessel. Das hat sich gelohnt. Wir haben einiges an Kohle gemacht. Leider nicht so viele Wissenschaftspunkte eingesammelt. Aber was soll's. Ein paar schon. 69 haben wir. 69,6. Wir haben einiges an Geld bekommen. Sehr schön. Und ein bisschen was an Geld zurück.